Hallo und willkommen zu einem Antwortvideo von mir auf das Tagging-Video von Lightcatcher. Lightcatcher hat mich in seinem Video getaggt und mir und auch zwei anderen Leuten, die er getaggt hat, fünf Fragen gestellt. Normalerweise antworte ich auf diese Art von Videos nicht. Also wenn ihr habt bestimmt auch schon Tagging-Videos vielleicht selbst gemacht oder bekommen und ich habe auch schon mehrere davon gehabt. Und mir wurde dann gesagt, hier, du wurdest getaggt und du musst jetzt auch sa fünf Sachen von dir verraten oder fünf Fragen beantworten und andere Leute taggen. Und ich finde das in der Regel so ein bisschen aufdringlich und ich weiß nicht, es hat sowas wie von den Kettenbriefen früher, wo es dann hieß, also man hat einen Kettenbrief per E-Mail oder Post bekommen und dann stand drin, du musst jetzt, weiß ich, diesen Kettenbrief an 100 Leute weiterleiten oder dir geschieht Schreckliches. Und ja, ich mag diese ganze Sache nicht so ganz, die Idee mit den Tagging-Videos und Kettenbriefen und ähnlichen. Aber Lightcatcher hat mich sehr nett und lieb in seinem Video empfohlen und ich habe dadurch auch einige neue Abonnenten bekommen. Und ich fand, das verdient doch ein Antwortvideo. Und ja. Ich entschuldige mich schon mal für meine Stimme, die ist noch nicht so ganz wieder da. Ich war eine Weile lang erkältet. Aber ich dachte, ich muss wenigstens mal dieses Antwortvideo machen, weil Lightcatcher das verdient hat, wie ich finde. Und ja, also er hatte in seinem Tagging-Video, er wurde auch getaggt, er hat fünf Fragen gestellt bekommen und deswegen hat er das auch so gemacht, dass er drei Leute getaggt hat und denen wiederum fünf neue Fragen gestellt hat. Und da ich eine dieser Personen bin, werde ich dann jetzt auch diese fünf Fragen beantworten. Ja, und Frage 1 lautet Fantasy oder Science Fiction? Da würde ich sagen Fantasy. Also ich lese sehr gerne Fantasy-Romane und es ist auch so das Hauptgenre, was ich lese. Wenn es jetzt so um Serien oder Filme geht, kann es aber auch ganz gerne mal Science Fiction sein. Also ich gucke auch sowas wie Star Wars und Star Trek, also habe ich auch kein Problem mit. Aber generell mag ich Fantasy lieber. Frage 2: Was ist dein Lieblingstier? Also ich mag ziemlich viele Tiere, aber ich würde dann sagen, wenn ich mich auf eins festlegen sollte, dann auf Katze. Also wenn ich hatte bisher nie ein Haustier, aber wenn ich mir ein Haustier anschaffen würde, dann würde ich eine Katze nehmen. Ich finde sie einfach sehr niedlich und ich mag einfach so ihr Wesen und ihre selbstständige Art und sind so ein bisschen diese kleinen Einzelgänger-Raubtiere. Ja, das mag ich. Also, wenn dann Katze. Frage 3: Bist du schon mal mit voller Bekleidung ins Wasser gefallen? Wenn ja, erzähl uns die ganze Story. Also die Frage fand ich ziemlich gut, auch ziemlich kreativ. Leider habe ich keine gute Story, nein. Ich bin zwar, glaube ich, schon mal ins Wasser gefallen, ich wurde auch schon mehrmals ins Wasser geworfen, aber ich hatte immer Badeanzug an. Ich hatte noch nie meine Kleider dabei an. Also nein, leider keine Story parat. Ja, schade, ich hätte jetzt gerne irgendwas Lustiges erzählt, aber ich, nö, ist mir leider noch, was heißt leider, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Und deswegen gehe ich jetzt auch gleich weiter zu Frage 4. Was verbirgt sich hinter deinem Usernamen? Ja. Mein Username ist Ellori Lindir. Das ist Vor- und Nachname von einem Charakter aus einem Roman von, oder beziehungsweise eigentlich ist es eine Reihe von Büchern von der Autorin Marion Zimmer Bradley. Die Autorin ist bekannt geworden durch ihre Avalon-Romane, also das ist über die Artus-Sage. Und sie hat halt aber auch diese Darkover-Reihe geschrieben. Das ist so ein Planet. Das ist dann schon wieder so eher Richtung Science Fiction. Und naja, da gibt es halt auch ganz viele Charaktere und ich brauchte einfach irgendwie einen Namen, den es noch nicht so gibt. Und weil ich damals mir damit eine Google-Mail-Adresse gemacht habe und nicht meinen eigenen Namen benutzen wollte. Und ich hatte gerade eines dieser Darkover-Romane gelesen und ja, da habe ich einfach den Charakter Ellori Lindir genommen und mir daraus eine Google-Mail-Adresse gemacht. Und mit Google-Mail-Adresse bekommt man ja auch gleich einen YouTube-Account und als ich dann mit meinen Let's Plays angefangen habe, habe ich eigentlich gar nicht genau darüber nachgedacht, mir vielleicht einen neuen Account anzulegen oder so, sondern ich habe halt einfach den genommen, den ich hatte und ja, deswegen
bin ich jetzt bei diesem Usernamen hängen geblieben. Auch wenn er mir jetzt mittlerweile schon ein bisschen zu lang ist. Also ich würde es eher einen kürzeren Namen nehmen. Ja. Aber gut, ich bin jetzt Ellori Linde und dann bleibe ich auch dabei. Ich, ja. Sonst gibt es eigentlich nichts zu der Sache zu sagen. Ich glaube, das war jetzt auch genug. Eine lange Story hinter dem Usernamen. Ja, und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Frage 5. Wer ist dein Lieblingssprecher? Lightcatcher hat in seinem Video gemeint, dass es so um Synchronsprecher geht oder Schauspieler in Filmen, Serien und so weiter, wie da irgendwie einen Lieblingssprecher hätten. Und ich muss sagen, nö. Keine Ahnung. Ich habe da nie so drauf geachtet, muss ich sagen. Also ich achte zwar so ein bisschen auf Synchronisation und ich finde oft deutsche Synchronisation schlecht oder nicht so gut und deswegen gucke ich mir auch Filme und Serien oft in Englisch an, wenn es geht. Daher kann ich eigentlich gar nicht so viel zu den Sprechern sagen. Ja, also ich habe da niemanden, also mir fällt da zumindest jetzt niemand ein, den ich besonders gut finde. Es gibt bestimmt welche, wo ich die Stimme besser oder schlechter finde, aber ja, fällt mir jetzt niemand Bestimmtes ein. Von daher kann ich die Frage leider auch nicht beantworten. Ja, damit wäre ich fast am Ende meines Videos und auch so ziemlich am Ende meiner Stimme. Aber bevor das Video zu Ende ist, möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen. Also das wird kein Tagging-Video, ich werde jetzt niemanden taggen und ich hoffe, ihr seid auch nicht böse, dass ich jetzt nur auf das eine Tagging-Video geantwortet habe und auch selbst keine Leute tagge, aber ich mag es einfach nicht. Und ich möchte aber unbedingt eine Empfehlung aussprechen. Und ja, es geht um Lightcatcher. Also derjenige, der mich so nett empfohlen hat und getaggt hat. Und er ist selbst Let's Player. Er macht momentan zum Beispiel ein Let's Play von Drakensang. Das hat er gerade erst angefangen. Da gibt es noch nicht so viele Videos. Das heißt, wenn ihr neu einsteigen wollt bei ihm, könnt ihr das euch mal anschauen. Das ist auf jeden Fall wert reinzugucken, weil er auch, ich meine, ich mache ja auch Drakensang. Ich möchte natürlich, dass ihr meine Drakensang-Videos schaut. Aber was er macht, zeigt halt wirklich alles, was es so gibt. Also auch alle versteckten Sachen, also die ganzen Easter Eggs im Spiel, zeigt er auch. Und die kenne ich zum Teil, glaube ich, nicht alle. Von daher lohnt es sich bestimmt auch mal bei ihm reinzuschauen. Außerdem macht er noch so ein Zelda-Let's Play. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, wie weit er da ist, aber das schon fertig hat. Auf jeden Fall hat er auch neu angefangen, das Elite Force 2. Das ist also so ein bisschen, ja, Star Trek, glaube ich, Voyager. Und ja, noch einiges andere findet ihr auch auf seinem Kanal. Also schaut doch mal vorbei, schaut euch seine Videos an und wenn es euch gefällt, abonniert ihn. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er hat eine tolle Stimme. Er macht das sehr professionell und ja, ich würde sagen, also von den deutschen männlichen Let's Playern, die ich bisher so gehört habe, schon wirklich einer der besten Stimmen. Von daher schaut beim guten Lightcatcher mal rein und lasst doch ein Abo da. Also, würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert und oder wenigstens mal bei ihm vorbeischaut. Und damit wäre ich jetzt wirklich am Ende des Videos und meine Stimme ist sehr froh, dass ich dieses Video geschafft habe. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ihr schaut bei Lightcatcher vorbei und natürlich auch bei meinen Let's Plays. Bis dann.